Meistens sollen uns Videospiele Spaß machen, aber manche Spiele haben traurige Details und Nebenaufgaben, die uns berühren sollen, die man aber leicht übersehen kann. Ein paar davon schauen wir uns jetzt mal an, aber zuerst das Intro. Das Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 von Rockstar ist bekannt dafür, extrem detailliert zu sein. Eines dieser Details zeigt uns, dass auch Tiere umeinander trauern. Das Hackerspiel Watch Dogs von Ubisoft bekam damals recht viel Kritik ab, aber auch hier kann man ein trauriges Detail beobachten, wenn man die Kamera eines Gebäudes hackt und die Sprachnachricht hört, die der Vater nie mehr hören wird. Hey Dad, haven't heard from you in a few days. Wanna call me back? The kids are anxious to see you. They've already picked out your Christmas present. You believe that? Christmas around the corner again. The time flies, huh? Let me come get you after work. You can stay here. I know you think you're a bother, but Dad, you've never been a bother. I'll swing by after work, okay? Bye. Aber auch im zweiten Teil von Watch Dogs können wir ein trauriges Detail entdecken, wenn wir den Besitzer eines Hundes töten. Wenn man dann etwas wartet, können wir sehen, wie der Hund um seinen Besitzer trauert. Should I call an ambulance? Im Spiel Prototype von Activision können wir beobachten, was passiert, wenn Menschen keinen Ausweg mehr haben und in ihrer Verzweiflung nicht mehr wissen, was sie tun sollen. City, where the artist would not fear the censor. In Bioshock haben wir die Möglichkeit, Audiologs einzusammeln, die uns mehr über die Hintergründe erzählen. Bei einem davon hören wir, wie man ein Kind dazu bringt, seinen vierbeinigen Freund zu töten. Did you talk to your puppy? She's very pretty. Thank you, Papa Sushan. Break her neck for me. What? Break that sweet puppy's neck. Break that puppy's neck, would you kindly? No! No! Very good. Die Hauptstory von Fallout 4 ist nicht unbedingt ein Meisterwerk, aber wie üblich sind die Nebenaufgaben die Stärke von Bethesda. Wenn man einen Funkturm repariert, können wir einen Funkspruch einer Frau empfangen, die in ihrer Verzweiflung um Hilfe bittet. Anyone? Untrapped in the jewelry safe in Fallons. If anyone is out there, please help. What's going on out there? I felt the ground shake and nothing since. It's been 4 days, I think. If you can hear this, please let me out. There's a button underneath one of the counters in the jewelry department. Please. I'm so thirsty. Wenn man dem nachgeht, um zu helfen, findet man sie auch. Allerdings ist es schon zu spät, um zu helfen. This has been a pre-recorded message. Message repeats in 3 seconds.
said I wasn't, but... If he said that, then you either trust him, so you have nothing to worry about. Jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsspielereihe. In Mass Effect 2 kann man dafür sorgen, dass eine Asari und ein Kogana ihre Beziehungsprobleme überwinden und sie zusammenbringen. I'm going to talk to him. Here, I've given you a discount at the terminal. Thanks for the help. Wenn man aber denkt, man hat damit für ein Happy End gesorgt, liegt man damit falsch. Denn in Mass Effect 3 finden wir den Kogana wieder. Allerdings können wir nur noch seine letzte Nachricht zu seiner großen Liebe bringen. Welcome to the Citadel Gift Shop. All proceeds from today's purchases go toward the Turian War effort. Excuse me. I'm sorry. You need to hear this. Oh, Blue Rose of Ilium. If these humble words reach you, then I have joined my ancestors. No. No, no, no. My dream was to be by your side, a weed beside your beauty, twining together in the warm T'Chanka sun. Oh, Char. But if my last days must be with Krant instead of kindness, still I will remember the perfume of your scent and the soft touch of your petals. Let my broken bones build a wall around your garden, so you and the flower we planted together can grow safe and strong. Thank you. I need to go. Wenn euch das Video übrigens gefällt, lasst gerne ein Abo da und schreibt in die Kommentare, welche traurigen Details euch so einfallen, die hier im Video nicht auftauchen. Einige davon behandle ich vielleicht im nächsten Video zu dem Thema. So, genug Eigenwerbung, weiter geht's. Nicht nur in Fallout, sondern auch ein anderes Bethesda-Spiel appelliert an unsere Emotionen. In Skyrim kann man ein Skelett finden. Das wäre erstmal eigentlich keine Erwähnung wert. Doch wenn man das Skelett etwas genauer betrachtet, sieht man, dass hier nicht nur ein Leben beendet wurde. Zum Abschluss komme ich nochmal zurück zu meiner Lieblingsreihe. In Mass Effect 3 können wir kurz vor der entscheidenden Schlacht einen Funkspruch einer verzweifelten Frau mit anhören, die Hilfe braucht, um einem Mann das Leben zu retten. Aber wir können nur hilflos mit anhören, wie das Drama seinen Lauf nimmt. I'll talk you through it. You're his only hope right now. The most important thing is to stop the bleeding. How? Do you have any towels or bandages? No, nothing. We're sitting under a bombed out highway. Then use your shirt. Tear off one of your sleeves and... Wait, something's coming our way. Hold on. Wait. Okay. It passes by. You need to tear off your sleeve into strips. You're going to make a tourniquet. All right. Now wrap that just above his knee to cut off the blood flow. Tie it off in a knot. I'm trying. Okay? Around his knee. I can't get it tight enough. There's so much blood. Try it again. Pull tighter. Okay. I'm wrapping it again. There. I think I got it. What's his condition? It looks like he passed out. I stay with him. If the bleeding starts again, let me know. You're going to make it. Right. Okay. Thank you. But I don't think we'll survive another night of this. Doctor? Yes, I'm here. The corporal stopped breathing. Do you feel a pulse? No. He's gone. You did everything you could. We'll get you out of there soon. I don't think so. One of the big reapers is coming our way. Well, then run, get out of there. That doesn't work. They always catch you, and then they turn you into those things. You have to try. Go! No. I've got the corporal's gun here. I'm going to end it before they find me. End it? You mean... No, 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 don't! Goodbye, Doctor. Wait, no. Are you still there? Hello? Are you there? Damn it.
Damit sind wir jetzt auch am Ende. Wie bereits gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, welche traurigen Details in Videospielen euch so einfallen und lasst ein Abo da, wenn euch das Video gefällt. Wenn ihr nach den ganzen Dramen was nicht Trauriges braucht, links ist ein Video mit 5 Details zu Videospielen, die nicht traurig sind. Schaut da gerne mal rein und ich hoffe, wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Bis dahin.